Das Wetter, viele Wolken, etwas Sonne, einige Schauer. Bei 16 Grad auf Usedom und 19 Grad in Hamburg. Im Studio Gerd Wolf. Einen schönen guten Tag. Hallo Leute, wir sind in dem Zug mit Alessandro, Samira und der Papa Olli. Ganz schlecht, es ist dunkel. Meinst du? Okay. Wir fahren nach Hamburg. Ja. Schon lange sind wir nicht mehr nach Hamburg gefahren. Und ja, ich bin mal gespannt. Wir werden ein bisschen Shopping machen und sich ein bisschen die Stadt angucken. Ich bin nach Hamburg gefahren. Ja, seit 3 Tagen. Für mich ist es schon lange. Olli, jetzt. Sie ist Drehtroll, die Frau. Bin ich Troll? Echt? Schreib mir mal in den Kommentar, wie findest du mich? Ich bin nicht Troll, oder? Doch, ist doch egal. Was ist los? Ist doch schön, ne? Ja, die sollen immer ganz schön lächeln. Nee, der versteckt dich. Ja, ist ein bisschen schüchtern heute. Guck mal. Sag mal, hallo Leute. Hallo Leute, was geht da? Oh, Samira ist ein bisschen auch ein bisschen schüchtern. Was ist los mit euch heute? Nee, Schatz, du musst setzen. Nicht auf den Stuhl setzen. Oh, Alessandra hat Figuren mitgenommen. So kleine Figuren. Ich habe ihn es verbieten, aber er hat trotzdem mitgenommen. Ich weiß nicht warum. Das ist total komisch, ne? Alessandro, er hat das in seine Jacke versteckt, ne? Die kleine Figuren da. Sowas. Ja. Echt Troll, ne? Hier in dem Zug spricht man nicht so laut. Sonst werden wir die andere stören. Und das will ich überhaupt nicht. Ihr könnt merken, meine Stimme ist ein bisschen leise. Achso. Ja, Schatz, was sagst du denn? Erzählt. Willst du andere Leute treffen? Erzählt. Willst du andere Kinder treffen? Und ihr werdet zusammen spielen. Nur nicht den Müll, nein. Das nicht öffnen. Schließ mal. Nee, schließ mal, das ist schmutzig. Gut. Nein, hab ich gesagt. Nee. Du stört die Leute hier. Das mag man nicht. So nimm ich deine Figuren weg. Nein! Wenn du das nicht willst, dann lass mal. Okay? Schatz, komm. Soll ich das wegnehmen? Nein! Soll ich das wegnehmen? Dann hör mal auf damit. Dann hör mal auf. Gut. Der Fisch ist ganz cool, ne? Aber man muss nur etwas ein bisschen pressen, damit er das versteht. Ne? Na, Schatz, was machst du denn? Ja, sie sind Kinder. Affen! Was sagst du denn da? Das ist eine rote, rote Figur. Also der ist nicht rot, aber der hat rote Klamotten an. Und das ist von Shell. Gut, Sweet. Weiß ich nicht. Das ist von Shell. Und das? Weiß ich nicht so, aber der ist grün angezogen. Ne? Mit die Schuhe. Und ja, sieht ganz toll aus. Was mir an diesen Figuren wirklich gefällt, dass es, die Figuren können wirklich gute Bewegung machen. Ihr könnt sehen, die Füße zum Beispiel. Der kann hier sitzen. Vor Alessandro. Und Alessandro mag die gerne. Ja, Schatz? Ja, wenn ich mehr spreche, der ist auf seine Figuren konzentriert. Ich will nicht stören. Ich werde überhaupt nicht stören. Also mache ich ein bisschen. Haben die aber schon noch. Nee, Schatz. Ja, das ist ein bisschen besonders. Ne? Schweine. Was machst du denn?
Winsen und Hamburg-Harburg. Und wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Der nächste Fahrplan wird Sie gehalten. Können Sie dann bald bewilligen. Danke. Schatz, macht das Spaß, ne? Mit den Figuren zu spielen. Aber das ist nicht für Mädchen. Das sind für Junge. Ja, sie spielt gerne mit den Spielzeugen von Alessandro. Weil sie fast in die gleiche Alter sind, ne? Daran. Nächste Station ist Bienenbüttel. Nein, nicht deine Hände hier machen. Nein? Ja, nein. Gut. Was ist da gefallen? Das ist meine Tasche. Mama! Gib hoch. Gib mir. Mama! Gib mir. Das ist gut. Oh, das ist aber schwer. Danke. Ich habe das jetzt nicht offen. Ich habe den nochmal neu geschrieben. Mein Gedanke ist, es hat auch uns pass auf, pass auf. Langsam. Samira ist müde, glaube ich, ne? Oder? Nee, die Figuren nimmst du nicht mehr. Nein, 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 nein. Nee, nee, nee. Sonst schmeißt du die. Nein, nein. Nee, geht nicht. Lass meine Tasche. Lass. Nein, lass. Lass mal, lass mal. Nimm wieder. Mama, nein! Hör auf! Nein! Nein! Schatz, komm mal her. Komm. Was ist los? Nein! Komm. Hey. Ja, Samira will die Figuren wieder haben. Wo ist Alessandro? Wir haben das Ziel erreicht. Jetzt müssen wir los, Schatz. Nein.